Was hier so an Plastikmüll zusammenkommt, das ist wirklich unglaublich. Ich treffe mich jetzt mit Michael und der kann mir hoffentlich erklären, wie man das Problem ein bisschen anders angehen kann. Hallo. Hallo. Grüß dich. Svenja, hallo. Hallo, Michael. Komm rein. Du lebst plastikreduziert. Erzähl mir mal, wie sieht das aus? Augenscheinlich ist hier kaum Kunststoff anzutreffen, ein bisschen schon, geht nicht ganz ohne. Aber wenn man zum Beispiel hier die Gewürzecke mal anguckt über dem Herd, das sind alles kleine Gläschen. Oder unsere tägliche Lagerhaltung hier, unser Müsli. Svenja, kann ich dir einen Tee anbieten? Ja, gerne. Ja? Schlimme am Plastik und gleichzeitig das Gute, das ist seine Langlebigkeit. Gut insofern, als wir theoretisch Plastik immer weiter verwenden können. Nur, wir tun es nicht. Die Menschen benutzen den Plastik einmal und werfen ihn dann weg. Für mich besteht dann immer die Aufgabe, Kompromisse zu schließen, zu gucken, wo kann ich möglichst wenig Plastik erzeugen und wo lässt es sich ganz vermeiden. Sag mal, plastikfrei leben, geht das überhaupt? Ganz plastikfrei nicht, aber wir können es fast auf null reduzieren, das schon. Viel von dem Plastik, das ist mir ja so ganz klar, wenn ich in den Supermarkt gehe, Plastiktüten, alles ist irgendwie in Plastik eingepackt. Aber gibt es auch Plastik, was ich so vielleicht gar nicht wahrnehme? Auf jeden Fall. Das ist eigentlich eine ziemlich fatale Entwicklung in den letzten, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren. Diese sogenannte Mikroplastik, was in vielen Kosmetika drin ist. Kannst du mir das einmal zeigen, wie das bei euch im Bad aussieht? Ja, klar. Können wir machen. Okay, cool. Und wo versteckt sich jetzt das Mikroplastik? Also klassischerweise zum Beispiel in der Zahncreme. Ja. Da ist also zum einen diese Plastikhülle drumherum und drin ist, man sieht es nicht, aber es ist drin. Und was ist deine Alternative? Gibt es da eine? Ja, es gibt sie natürlich. Also hier zum Beispiel habe ich Zahnpulver. Das ist Natron mit Xylit. Das ist ein Baumzucker, der kein Karies verursacht. Und ein bisschen Menthol für den frischen Atem. Das tut man sich dann auf die Zahnbürste drauf. Also Holzzahnbürste am besten. Zahnpulver und Zahnbürsten aus Holz. Das habe ich im normalen Supermarkt noch nicht gesehen. Gut, dass Michael direkt an der Quelle sitzt. Okay, Svenja. Dann sehen wir uns gleich bei dir im Laden. Sehen wir uns gleich im Laden. Okay, super. Bis gleich. Dahin. Mhm. Im Loseladen ist, wie der Name schon sagt, nichts eingepackt. Ich probiere aus, wie ich meinen Einkauf trotzdem nach Hause kriege. Wie man jetzt bei euch einkauft, das habe ich ja schon mal verstanden. Zeig mir doch noch mal so was ganz Besonderes. Was ist hier so das Highlight des Ladens? Also das, was unsere Kunden am meisten lieben, das ist unsere Milchzapfanlage. Aha. Wir sind einer der wenigen Läden oder sogar der einzige in einer deutschen Großstadt, wo man milchlose zapfen kann. In eigene Flaschen oder in Flaschen, die man hier erwerben kann. Ja, Michael, danke für die schönen Einblicke in ein plastikfreies Leben.